Willkommen beim Sport. Es freut mich ganz besonders, heute den brasilianischen Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Mr. Senna, thank you for coming to our show. What? You sprechen German. Ich meine, Sie speaken Deutsch. Sicher. Das ist aber eine schöne Überraschung. Herr Senna, ich glaube, es war eine sehr erfolgreiche Saison für Sie. Sie haben insgesamt 8-mal gewonnen. Das stimmt ja nicht. Wir haben 9-mal gewonnen. Ich glaube, das letzte Mal aber in Monza, nicht? Stimmt das schon wieder nicht. Das letzte Mal haben wir gewonnen auf der Hohen Warte gegen Vienna. Es dürften jetzt meine Unterlagen nicht ganz richtig sein. Ich glaube, im Training waren Sie aber sehr oft der Schnellste, nicht? Ich bin noch schnell genug, natürlich. So, der Schödel und der Fjordorf, die sind schon schneller, wie so klar. Ich glaube aber bei den oftmals entscheidenden Reifenwechseln, da waren Sie aber immer besonders schnell. Da bin ich schnell. Ich fahre zu einer Werkstatt im 12. Bezirk, die montieren die Winterreifen super. Und übrigens, sehr gute Idee, ich muss ja wieder die Winterreifen montieren lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, Herr Senna, ich glaube aber, Sie waren in dieser Saison mit Ihrem Auto sehr zufrieden. Es gab sehr wenig Defekte. Ja, das Auto rennt sehr brav. Nur einmal haben sie mir die Antenne abgebrochen, so irgendwelche Lausbuben. Antenne. Ja, aber was war eigentlich für Sie heuer in der vergangenen Saison die gefährlichste Situation? Die Kollision in Suzuka? In der Hardik gegossen, hat mir einer geschnitten, bumm, Batsch, hätte ihn fast gehabt. In der Hardik gegossen. Nein, ich meine eigentlich damals diese gefährliche Situation damals in der ersten Runde. In der ersten Runde haben wir gespielt in Steyr und da war überhaupt nichts gefährlich. Ah, das war nicht gefährlich. Ja, dann hätte ich noch eine abschließende Frage an Sie, die alle Rennsportfreunde sicher besonders interessiert. Wie lautet Ihr Kommentar zu Prost? Bin ja nicht ungemütlich. Prost. Prost. Danke, Mr. Senna. Und wir schalten jetzt zu unserer Außenstelle. Außenstelle, bitte kommen. Außen place. We give to our Außen place.